Also mein Name ist Lummels oder beziehungsweise Matthias Köhler-Bürgerlich und seit 1983 bin ich Graffiti-Sprüher, bin sehr viel um die Welt getourt und habe die Leidenschaft zum Beruf gemacht, die mich bis heute nicht losgelassen hat. Manche Sachen sind emotional und bei mir der ESV Kaufbeuren, der hatte früher einen Kassenwart, das war mein Großvater. Das heißt, wir hatten Eishockey in der Familie und mein Cousin hat auch lange dafür gespielt, auch für die Buchlerreihe, glaube ich. Das heißt also, Eishockey ist für mich kein fremdes Thema. Ich setze erstmal die Schrift an und die Schrift wird eine sehr helle, aber da will ich vielleicht mit einer Struktur arbeiten. Und sobald die dann angezeichnet ist, werde ich mich dann komplett auf die Landschaft konzentrieren, ich dann wie so ein Puzzlemuster einbauen muss. Das erste Wort ist Team. Das Team ist das Wichtigste bei uns im Sport. Das ist unser Zusammenhalt, Love. Wir haben viele schlimme Dinge erlebt in den letzten Monaten, über die Pandemie bis hin zu der Überflutung und einfach dieses, wir brauchen einfach mehr Liebe. So, liebe Fans, ihr habt die Chance, ihr könnt jetzt das wunderschöne Kunstwerk, gesprayt vom Lumit, was auch auf meiner Maske ist, zu ersteigern und ab kommenden Montag geht's los und ich würde mich freuen, wenn da eine gute Summe dabei rumkommt und jemand da großen Spaß dran hat.